Hallo und herzlich willkommen bei Game Odon. Mein Name ist Drawtech und ja, es gibt wieder ein StarCraft 2 Shoutcast. Heute spielen gegeneinander Rebel Khan, kurz gegen Solor. Ein PvP auf New Kirk. Das verspricht doch relativ interessant zu werden, denke ich mal. Da es hier so ein paar Punkte gibt, wo es schön zu Clashes kommen könnte, theoretisch gesehen, also in der Mitte. Was man aber auch relativ gut, sag ich mal, für sich nutzen kann und... Ja, aber nicht als Protoss-Spieler. Ich schweife schon wieder vom Thema ab. Wir sehen auf jeden Fall bei beiden schön an der Base den Pylon. Ja, standardmäßig so, im PvP muss man nicht unbedingt wallen. Ist nicht so notwendig. Okay, gegen Berserk, wenn Berserker-Push kommt, schon klar, aber gegen frühe Stalker ist das nicht ganz so sinnvoll. Denn da beglockt man sich mehr mit seiner eigenen Wall, als dass man einen Nutzen daraus sieht. Wir werden weiter in den Worker gepumpt. Und ich denke mal, das Ganze wird sich relativ mühsamäßig erstmal verhalten. Also wird bei beiden, denke ich mal, gleichzeitig so... In etwa gleichzeitig das Gate kommen. Gate bei Tolor. Gate bei Khan. Sag ich ja, also relativ gleichzeitig. Nur dass Khan jetzt ein Eco-Vorteil bekommt, dadurch, dass ein Nicht-Scouten geht. Und Solo dahingegen macht sich schon auf den Weg und will gucken, was sein Gegner so treibt. Beide nehmen gleichzeitig das Gas. Wie gesagt, es entwickelt sich am Anfang zu einem Mirror-Match. Jetzt gleich kommt natürlich die Entscheidung. 4-Gater, 3-Gate-Robo, 2-Gate-Robo, Fast-Exe. Also 2-Gate, 3-Gate-Robo, Exe, 2-Gate-Robo-Exe. Je nachdem, was man so vorhat, was man Opening mal spielen will. Dann ist der nächste Pylon bei beiden natürlich. Ja, wir sehen nichts, absolut gar nichts Ungewöhnliches. Außer, dass natürlich jetzt Khan ein wenig mehr hat, da er nicht scouten ist. Also sein Income ist minimal höher. Wenn wir kurz aus dem Supply-Tab gehen, aus Unit-Tab sind wir auch 17. Oh, 17, alles gleich. Jetzt Khan vorne. Solo nimmt sich das zweite Gas. Ja, und auch Khan nimmt sich das zweite Gas. Aber schon ein bisschen eher. Zweites Gas heißt meistens nichts Gutes, also frühes Gas wird dafür verwendet, um einen vernünftigen Vorgitter zu spielen, um halt früh schnell Gas zu haben für genug Stalker, die man dann reinwarpt. Und ich habe einen Hänger und da geht's weiter und es hängt schon wieder, what the fuck. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Einen Moment, mal ich mal kurz gucken, was hier... So, ich denke mal, alle Fehler sind behoben und es soll mit gelassener 30 FPS weiter, so wie es sein soll. Ich hoffe es zumindest. So, beide pumpen... Ne, Khan pumpt erstmal den Stalker. Bei Tholor sehen wir die Sentry, gefolgt von dem Mothership Core. Jetzt tun sich doch ein paar kleine Differenzen auf und mein FPS bricht schon wieder zusammen. Ich habe keine Ahnung, was gerade abgeht. Core steht... Core-Gate-Technologie ist auf dem Weg auf beiden Seiten und auch wie man sieht, relativ gleich. Jetzt kommt bei Tholor auch der erste Stalker und wie gesagt, frühes Gas heißt natürlich, dass man schnell Gas für Stalker oder einen möglichen Tech haben möchte. Jetzt haben wir hier Sentry plus den Core. Core natürlich ultimativ stark mit der Photonüberladung, also mit der Nexus-Kanone. Ah, ja. Braucht aber wie gesagt trotzdem 100 Energie und 100 Energie ist nicht zu unterschätzen. Jetzt kommt auf Seiten von Solor der Nexus. Ob das so eine kluge Entscheidung war. Hier kommen auf jeden Fall zwei Gates dazu. Plus Zirkel des Zwielichts und Blink Upgrade. Das heißt, wir werden hier ein Blink All, naja, Semi All In sehen, mehr oder weniger. Also ein Full All In ist es ja nicht. Die ersten zwei Stalker sind auf dem Weg. Probe. Beamt hier ein Pylon an, aber der ist ziemlich weit out of position, behaupte ich jetzt einfach mal. Also das ist wirklich, das ist ein bisschen weit weg. So, die beiden Stalker gehen rein. Stalker links. Könnte hier locker sein. Schönes Force Field. Hat natürlich versucht wegzumoven und frisst jetzt voll die Hits und verliert beide Stalker durch dieses eine schöne Force Field. Also dieses schöne Einsperren. Und das war mal elegant gelöst, sehr, sehr elegant gelöst von Tholor. Jetzt bei Khan auch Mothership Core auf dem Weg und das vierte Gate. Wie gesagt, standardmäßiger Vorgater mit Doppelgas, One Base, All-In.
Jetzt wird es einfach massive Warp-Ins geben und dann wird versucht, das Ganze hier zu reißen. Ja, bei Tolo sehen wir jetzt aber die ersten Phasengleiter, beziehungsweise den ersten Phasengleiter. Dazu kommen zwei weitere Gates, das heißt Three Gate Starport, also beziehungsweise Starportal, ja, Stargate. Stargate, ja, ja, sowas. Das Warp Gate, Stargate und Robo. Ja, ja, muss man sich auch mal merken. Blink-Upgrade ist bald durch, dann heißt es, hallo, liebe blinkende Stalker, ich komm mal rein hier. Noch ein weiterer Warp-In-Pylon. Es wird, wie gesagt, versucht das Ganze hier zu all-in. Wird nicht gut gehen, denke ich mal. Also ich denke mal, dass Tolo das doch relativ gut verteidigt kriegt. Zieht sich jetzt wieder zurück, nächstes Kanon ist aktiviert worden. Und dann kann man leider nur ein, natürlich nur, leider, was heißt leider? Na, ein Mothership kann man nur am Start haben. Wäre auch klasse, wenn mehr. Könnte man ständig dauerhaft Nexus Kanone aktiv halten. Jetzt hier wieder rein. Schließt nochmal Hits. Nexus Kanone ist, wie gesagt, nicht ohne. Also sollte man nicht unterschätzen. Hat eine übelste Range, wie man sieht. Also ist nicht gerade wenig. Also ich finde es doch schon krass viel. Hier kann er sich ein bisschen Focus Fire von oben holen. Nein, macht er aber nicht. Hat jetzt seinen zweiten Phasenleiter draußen. Zwei Phasenleiter, natürlich. Gegen gepanzert 10 extra, also macht 10 Schaden. Gegen gepanzert 14 Schaden, so. Das Problem ist aber hier die Überladung, welche den Schaden nochmal um 6 erhöht. Und jetzt kommt das. Jetzt kommt der Blink ab. Man sieht einfach, wie die Phasenleiter hier mit dem Power einfach mal alles wegfetzen. Also die machen wirklich viel Schaden. So, nochmal ein paar Berserker reingeworbt. Der Phasenleiter natürlich mit seiner Überladung kann sehr, sehr viel Schaden machen. Man sieht einfach, wie stark ein Phasenleiter doch ist, um hier ein paar Stalker zu klären. Ich bin nochmal versucht, hier zurückzublinken. Jetzt geht's in die Echo rein. Ich denke mal aber, das wird nicht klappen. Phasenleiter ist immer noch am Start. Schließt hier ein paar Hits, zieht sich zurück. Da kommen wieder vier Stalker hoch. Und sagt natürlich ein All-In-Versuch. Wenn das gehalten wird, dann ist es auf jeden Fall gelaufen für Khan. Khan hat nun mal nichts, kann nichts machen. Tolo scoutet, ist hier mit der Sonde und guckt, ob hier eine Echse gestellt wird. Dem ist aber nicht so. Jetzt kommen wieder Stalker dazu, die das Ganze mitklären. Und zieht sich mit den Stalkern zurück. Wie gesagt, der Phasenleiter natürlich mit seiner Überladung immer noch. Also prismatische Ausrichtung heißt es ja. Ich nenne es einfach mal Überladung, weil es einfach irgendwie passender klingt. Überhaupt weitere Stalker rein. Wie gesagt, ist massiv Stalker, ein massiver Stalker all Blink All-In. Hat einen Eco-Nachteil, ganz ehrlich. Jetzt schon. Und merkt selber, dass er da Verluste macht wie Schwein. Tolo mit 2,5, er mit 3,6 schon 1000 mehr Verluste gemacht wie sein Gegner. Und das ist dann doch schon beachtlich. Vor allem, da Tolo einfach mehr Income hat. Was wird hier noch gebaut? Da kommen nochmal 3 Gates dazu. Für weitere massive Warp-Ins. Zwei weiteres Gas. Sammelt hier weiterhin die Stalker. Er denkt sich, dass er das irgendwie packt, aber wenn er so weitermacht, dann wird das ja auf jeden Fall ein Lose, ey. Also, Blink Stalker All-In oder Semi-All-In, mehr oder weniger All-In. Er macht ja sonst nichts. Er meint sich hier langsam nach und nach out und dann war's das. Dann muss er irgendwann die Exit-Stelle und merkt, oh shit, ich habe kein Income mehr. Noch ein Stalker rein. Tolo momentan irgendwie nicht so dabei auszugeben. Mit drei Phasengleitern und dem Mothership Core. Jetzt auch ein Slowfield rein und das wäre gewitzt das Ganze. Also Slowfield ready hätte er gehabt, ja. Obwohl, die können rausblinken und dementsprechend, naja. Das ist nicht ganz so effektiv. Was man natürlich jetzt machen könnte, wären Upgrades fahren, da man durch natürlich einen Upgrade-Vorteil eine Menge rausholen kann, auch wenn es nur 1-1 wäre, dann wäre schon eine krasse Menge. Das wird nochmal der letzte All-In-Versuch, wird weiterhin versucht zu pushen, das klappt aber einfach nicht. Drei Phasengleiter und ein Haufen Stalker und ein Bersi, der noch fucking ein Life hat. Ein fucking Life! So ein Lacker. Jetzt versucht er, es immer wieder und versucht irgendwas zu reißen. Aber das schafft er einfach nicht. Nexus Kanone ist immer noch aktiv.
Also da wird er erstmal nicht durchkommen. Und auch hier, die Hero-Sonde ist ja am Scouten und sieht jetzt, oh, er will eine Zeitung stellen. Ach, dann soll er machen. So, stelle ich mal Pylon hin. Ganz gechillt, die Nine, weil die Echse. Oh, scheiße, die kann auch noch keine Echse stellen. Jetzt ziehen sich die Stalker zurück. Solo könnte theoretisch so langsam ein Go machen. Hat genug Army, sag ich mal, am Start, um das Ganze hier durchzupushen. Und baut auch gerade seine Robo. Das heißt, wir werden eventuell sogar noch Immortal sehen. Immortal natürlich eine bessere Wahl gegen Stalker als unbedingt Phasenreiter. Wobei gepanzert, ja, ist beides eigentlich nicht schlecht. Weil mit der prismatischen Ausrichtung, wie gesagt, 6 extra Schaden gegen gepanzerte Units, also gegen genau diese Kollegen hier. Die Stalker bringen einfach absolut nichts momentan. Solo baut sich schön weiter aus. Oh, Solo baut hier ein paar Oracles. Oracle heißt Eco-Kollateralschaden. Wo zur Hölle ist er? Wo ist das Oracle? Ah, da ist das Oracle. Scout noch mal kurz den Pylon hier. Links versucht vorne wieder Stress zu machen. Versucht es einfach wieder, immer und immer wieder. Aber hier ist einfach zu viel am Start, dass selbst mein Rechner sagt, Ende. Mach ich nicht. Wieder ein Stalker down. Und jetzt kommt hier das Oracle mit ein wenig Energie rein. Und wir werden jetzt mal sehen, wie viel Kills ein Oracle mit so ein bisschen Energie, was gerade frisch rausgekommen ist, anrichten kann. Also das ist wirklich heftig, das glaubt man kaum. Das Oracle chillt einfach nur. Da hat Tolo gefehlt, hat er nicht aufgepasst. Verliert er das Oracle? Nein, er verliert es nicht. Hat einfach mal die Klarsicht gezündet, aus welchem Grund auch immer. Jetzt will Tolo sich hier den Pylon noch holen. Tolo, wie man sieht, massiv Overmints und Gas. Kann machen, was er will. Und der gute Rebel Khan, oder auch kurz Khan, steht jetzt defensiv, steht in seiner Base. Weiß halt nicht, was er machen soll. Nächster Pylon wird eingerissen. Keine Stalker mehr in der Base. Das Oracle könnte man effektiver einsetzen, allein nur durch die Enthüllung. Oh, ich habe gerade gesehen, Tolo hat DTs gebaut. Oder? Nee, das waren glaube ich einfach nur Berserker, die aussehen wie DTs. Ist doch gar kein Schwein, doch ist da ein Schwein am Start. Wir gucken mal. Haben wir irgendwo die Tees am Start? Ich hab mich doch nicht verguckt. Das waren die Tees. Frage ist, wo sind... Ach, da sind die Tees. 4 Stück. Oh, das könnte wehtun. Hier nochmal ein Go auf die dritte. Berserker rennen wie ein bisschen dahinter, hinterher. Und die Tees gehen jetzt in die Echo rein. Schnitzel. Oh mein Gott, ey. Oh, das. Und da verlässt Khan einfach das Spiel. Ja, was sagt uns das? Blink All In. Naja. Nicht mit Tolor. Geiles Game, Tolor. Immer wieder mehr Replays, immer her damit. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich sage an dieser Stelle mal, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.